Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, auf einem Rundgang in der UNESCO-Welterbestadt und ehemals königlichen Residenz Quedlinburg, der uns unter anderem zum wunderschönen Marktplatz mit dem Roland, in die Marktkirche und natürlich auf den Schlossberg der ehemaligen Kaiserpfalz mit der historisch bedeutsamen Stiftskirche St. Servati und einem der weltweit wertvollsten Domschätze des Mittelalters führt. Wir genießen die Aussicht vom angegliederten Stifts- bzw. Schlossgarten, gehen durch den Finkenherd und besuchen Wehrtürme wie den Schreckensturm und Sternkiekerturm, die Kirche St. Nikolai, den Mathilde- und den Heinrichbrunnen sowie den Münzenberg. Die Karte und Links zur Tour, zur GPX-Datei und 3D-Streckenvorschau auf Harz-Info befinden sich in der Videobeschreibung und am Schluss dieses Videos. Viel Spaß beim Rundgang! Unser Rundgang beginnt am Bahnhof Quedlinburg mit der wiedererrichteten Statue der römischen Göttin Flora, der Göttin der Blumen und Blüten, die an die Geschichte Quedlinburgs als wichtiger Standort für Blumen- und Saatzuchtunternehmen erinnert. Über die Bode erreichen wir die historische Neustadt mit den Wehrtürmen. Der Kaiserturm ist ein mittelalterlicher Wehrturm der Stadtbefestigung Quedlinburgs, der bis Ende des 16. Jahrhunderts die Funktion eines Stadttores hatte. Der Kuhhirtenturm wurde in der Zeit um 1170 errichtet. Markant ist der schlanke, den Turm bekrönende Dachhelm mit mehreren Erkern. Der Gänsehirtenturm wurde ebenfalls um 1170 auf quadratischem Grundriss errichtet. Der Schweinehirtenturm ist als Schalenturm ausgeführt, sodass die zur Stadt zeigende Seite offen ist. Die als ursprünglich dreischiffige romanische Basilika errichtete Kirche St. Nikolai wurde erstmals im Jahr 1222 urkundlich erwähnt. In ihrer jetzigen Gestalt ist sie im Westbau frühgotisch, während die übrigen Teile spätgotisch sind. Die Türme sind 72 Meter hoch, der Glockenturm kann bestiegen werden. Der Großteil der dekorativen Ausstattung stammt aus dem Barock. Beachtenswert ist der über 10 Meter hohe und 7 Meter breite Altar aus Holz aus 1712. Er zeigt die Szenen Abendmahl, Kreuzigung, Kreuzabnahme und Auferstehung Jesu. Die Kanzel stammt von 1731. Der Taufengel wird auf 1693 datiert. Das Holzepitaph des Bürgermeisters Timotheus Heidfeld und seiner Frau Katharina wurde 1661 gefertigt. Der Name des Mathilde-Brunnens erinnert an die heilige Mathilde, Gemahlin von König Heinrich I. und Mutter von Kaiser Otto I., auf deren Initiative hin das Damenstift auf dem Quedlinburger Schlossberg gegründet wurde. Wir erreichen die Gassen Pölle, Stieg und die bereits 1306 urkundlich erwähnte Jüdengasse. Im Zentrum der historischen Altstadt Quedlinburgs befindet sich der Marktplatz mit dem Rathaus und einer Vielzahl historischer Fachwerkhäuser aus dem 16. bis 18. Jahrhundert, die die Altstadt prägen. Vor dem im Renaissance-Stil erbauten Gebäude steht der Roland von Quedlinburg, der, vor 1460 errichtet, schon 1477 nach der Eroberung der Stadt als Symbol kommunaler Freiheit gestürzt wurde. Erst nahezu 400 Jahre später wurde er wiedererrichtet. Das Rathaus beinhaltet im Erdgeschoss ein Modell der historischen Altstadt Quedlinburgs. Die 994 gegründete Altstadt und die im 12. Jahrhundert gegründete Neustadt verschmolzen 1330 zu einer Doppelgemeinde mit gemeinsamer Stadtmauer. Quedlinburg zählt mit seinen rund 2000 Fachwerkhäusern aus 6 Jahrhunderten zu den größten Flächendenkmälern in Deutschland. Die Marktkirche St. Benedicti
wurde zuerst 1233 urkundlich erwähnt, ist aber wesentlich älter, da sie bereits 1173 geweiht wurde und noch romanische Reste zeigt. Die beiden Westtürme der Markkirche weisen unterschiedliche Höhen auf. Die Turmebene der ehemaligen Türmerwohnung ist begehbar. Der Hochaltar aus dem Jahr 1700 thematisiert das Ostergeschehen. Im südlichen Seitenschiff befindet sich ein um 1500 gefertigter spätgotischer Flügelaltar. Den zentralen Blickfang im Mittelschrein bilden die fast lebensgroßen Figuren der Pieta, des heiligen Benedikt und des heiligen Nikolaus. Der Name der im Ostteil des nördlichen Seitenschiffs gelegenen Karlandskapelle leitet sich von einem wohltätigen Orden des Mittelalters ab. In ihr sind mehrere sehenswerte Grabsteine, Pfarrerbilder und ein spätgotischer Marienaltar von ca. 1480 zu finden. Das Götzische Mausoleum wurde 1726 für den verstorbenen Kaufmann Christoph Gebhardt errichtet. Es befand sich an der nordwestlichen Begrenzung des Kirchhofs der Markkirche. Heute integriert es sich in eine Gebäudezeile aus Wohnhäusern. Die Kirche St. Egidii wurde erstmals 1179 erwähnt und ist der Überlieferung nach die älteste Stadtkirche Quedlinburgs. Die ältesten Teile stammen aus romanischer und frühgotischer Zeit. Der Schreckensturm ist ein 40 Meter hoher mittelalterlicher Wehrturm der Stadtbefestigung, der ursprünglich auch als Lochgefängnis und Folterkammer genutzt wurde, woher sich der Name erklärt. Die 1854 bis 58 erbaute, versteckt liegende, einschiffige neugotische Kirche St. Mathilde war die erste vollendete Kirche des bekannten Architekten Friedrich von Schmidt. Der 42 Meter hohe Sternkiekerturm ist ein mittelalterlicher, zur stadtgewandten Seite offener Wehrturm an der historischen Stadtmauer und war einst in das Verteidigungssystem der Stadt eingebunden. Auf dem St. Jakob-Pilgerweg Sachsen-Anhalt erreichen wir erneut den Markkirchhof und den Marktplatz. An dessen südlichem Ende dominiert die im Jahre 1976 geschaffene Figurengruppe der Münzenberger Musikanten. Der Wort ist ein aus dem 13. Jahrhundert stammendes, trockengelegtes Gebiet. Die Wortgasse ist eine der ältesten Straßen in Quedlinburg mit dem dort stehenden ältesten Hochständerhaus Deutschlands aus dem 14. Jahrhundert. Unweit des Spiegelturms beginnt am Wortgarten der Quedlinburger Züchterpfad. Der Legende nach soll an der Stelle des heutigen Finkenherds im Jahr 1919 dem Sachsenherzog Heinrich während des Vogelfangs die deutsche Königswürde angetragen worden sein. Die außergewöhnliche und kulturelle Bedeutung Quedlinburgs beruht auf dem Einfluss der sächsisch-ottonischen Herrscherdynastie auf Entwicklung und Architektur der Stadt. Nach der Krönung Heinrichs, dem ersten deutschen König aus der sächsischen Dynastie, wurde die königliche Residenz Quedlinburg Hauptstadt des Ostfränkischen Reichs. Sichtbares Zeugnis dieser Dynastie ist die St. Servatius geweihte Stiftskirche, die im Mittelalter eine der am höchsten geschätzten Kirchen des Reiches war. Quedlinburg erlebte während und unmittelbar nach dem Dreißigjährigen Krieg einen wirtschaftlichen Aufschwung, im Zuge dessen zwischen 1620 und 1720 mehr Fachwerkhäuser als in jeder anderen vergleichbaren Stadt in der Region gebaut wurden. Im unterhalb des Quedlinburger Burgberges gelegenen Finkenherd befindet sich auch das Geburtshaus des Dichters Friedrich Gottlieb Klopstock,
das etwa um 1560 erbaut wurde. Der aus Sandstein bestehende Schlossberg gehört zum Höhenzug des Quedlinburger Sattels und gilt als Keimzelle für die Stadt. Bedeutung erlangte Quedlinburg, als es im 10. Jahrhundert die Königspfalz wurde, in der die ottonischen Herrscher das Osterfest feierten. Erstmals wurde es in einer Urkunde König Heinrichs I. vom 22. April 922 erwähnt. Später bestimmte Heinrich den Ort zu seiner Grablege. Das heutige Schloss stammt aus dem 16. Jahrhundert und war ursprünglich Teil eines Stifts, zu dem auch die Kirche gehörte. Es diente noch bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts als Sitz der Stadtregenten. Ein Spaziergang durch die Stiftsgärten auf dem Bergplateau bietet einen bezaubernden Blick über die historische Fachwerkstadt Quedlinburg. Die romanische Stiftskirche war im Mittelalter eine der am höchsten geschätzten Kirchen des Reiches. Im frühen 10. Jahrhundert wurde sie durch den ersten deutschen König Heinrich I. als Pfalzkapelle gegründet, 1129 geweiht und seit 1863 immer wieder restauriert. Nach Heinrichs Tod im Jahr 936 ließ sich seine Witwe Königin Mathilde von Heinrichs Sohn und Nachfolger Otto I. die Gründung eines Damenstiftes mit der Aufgabe der Totenmemorie bestätigen. Es handelt sich um eine flachgedeckte Basilika mit sehr kleinem Querhaus. Ihre Krypta mit dem Kreuzgewölbe, den Kapitellen, Gräbern und Wandmalereien stellt eines der bedeutendsten Denkmäler der Kunstgeschichte aus dem 10. bis 12. Jahrhundert dar. Die Gebeine der Königin Mathilde liegen bis auf den heutigen Tag tatsächlich in der Krypta. Das Grab von Heinrich I. ist leer, über den Verbleib seiner Überreste ist heute nichts mehr bekannt. Das Mittelschiff wird abwechselnd von je zwei Säulen und einem Pfeiler von den Seitenschiffen getrennt. Die Kapitelle und Kämpfer der Säulen und Pfeiler sind mit reichhaltigem Skulpturenschmuck wie Pflanzen- und Tiermotive, besonders Adler, versehen. Der Domschatz zählt neben Aachen und Halberstadt zu den wertvollsten Kirchenschätzen des Mittelalters. Er besteht vor allem aus zahlreichen Geschenken der ottonischen Herrschaftsfamilie und wurde in der Folge immer wieder vergrößert. Einzigartige Goldschmiedearbeiten, feine Schnitzereien aus Elfenbein und Edelsteine, filigran verarbeitet an mittelalterlichen Reliquienkästen, Schreinen und Evangeliaren sowie strahlende Werke orientalischer Kristallschneidekunst verzaubern Besucher des Quedlinburger Domschatzes. Auch das Museum im Schlossbau hat zahlreiche eindrucksvolle Exponate zu bieten. Wir gehen entlang des Schlossberges über den Finkenherd mit seinen schönen und alten Fachwerkhäusern in Richtung Münzenberg. Die Burg lag innerhalb der Stadtmauer und musste daher zu keiner Seite aufwendig verteidigt werden. Die Anlage diente schon früh als Heimat des Klosterstifts und war somit auch keiner militärischen Nutzung unterlegen. Auf dem Münzenberg stehen etwa 65 meist zweistöckige Fachwerkhäuser. Über den Finkenherd mit dem Klopstockhaus, die Gildschaft und den Wortgarten gelangen wir bald zum Freimaurercafé und den Heinrichbrunnen. Der Brunnen erinnert an die im Jahr 919 erfolgte Krönung Heinrich I., der vom Schöpfer des Brunnens als erster deutscher König gesehen wird. Der Legende nach erhielt Heinrich während des Vogelfangs am Quedlinburger Finkenherd die Nachricht von seiner Wahl zum König. Kurz nach dem Überqueren der Bode erreichen wir unseren Ausgangspunkt, die Quedlinburger Flora und den Bahnhof. Die Karte zeigt den Streckenverlauf unserer Rundwanderung. Vertiefende Links befinden sich in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst ein Like und abonniert den Kanal. Ich wünsche euch einen eindrucksvollen Aufenthalt in Quedlinburg und bis bald auf diesem Kanal.